Also wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich hier glücklich bin, würde ich sagen 100%. Ja, mein Name ist Schwester Regina. Ich bin Augustiner Chorfrau. Das ist die Ordensgemeinschaft, in der ich lebe. Und ich arbeite als Lehrerin für Spanisch und katholische Religionen an unserer eigenen Schule, so ein Gymnasium in Essen. Also ich glaube, dass viele Menschen das Vorurteil dem Klosterleben gegenüber haben. Man ist hier eingesperrt, man ist eingezwängt in einen Tagesablauf, man kann überhaupt nichts mehr frei entscheiden. Aber ich würde trotzdem sagen, natürlich ist der Tagesablauf da, der strukturiert meinen Tag und lässt mich vielleicht nicht ganz so frei über meine freie Zeit verfügen, wie ich es gerne machen würde, wenn ich es vielleicht alleine leben würde. Aber ich denke doch, dass dieses Leben mir eine ganz große Freiheit schenkt, weil es halt auch das Leben in Gemeinschaft ist. Ich gebe mich ganz hin, aber ich bekomme so viel zurück auf der anderen Seite, dass das doch ganz frei macht. Ich muss mich nicht jeden Morgen darum sorgen, was ziehe ich an. Das ist, sag mal, vorgegeben. Ich muss mir keine Sorgen machen, bin ich alleine, weil ich habe ja meine Mitschwestern. Gut, ich habe auch Kontakte außerhalb des Klosters natürlich, die bestehen bleiben. Und ich weiß halt auch irgendwo, mich von Gott geführt und begleitet. Und das schenkt total viel Freiheit, weil ganz viele Alltagssorgen, die man vielleicht in der Welt hat, weil bei mir jetzt nicht so präsent sind. Das ist schwer zu vermitteln, glaube ich. Das kam eigentlich gegen Ende meiner Schulzeit. Da hatte ich die Möglichkeit, im Kloster mal eine Woche hinter die Kulissen zu schauen. Habe aber noch nicht sofort den Gedanken gehabt, dass das mein Weg werden könnte, sondern es war pure Neugierde, die mich hier hingetrieben hat. Ich kannte die Schwestern halt aus der Schule. Ich bin ja selber zur Schule gegangen. Und dann bin ich nach dem Abitur ins Studium gegangen, nach Münster, und hatte aber im Kloster schon gemerkt, dass der Wechsel zwischen Gebetszeit, Arbeitszeit, gemeinsamer Zeit, Zeit in Stille, dass der mir ganz gut getan hat. Und habe dann die Schwestern gefragt, ob das möglich ist in Semesterferien, wenn ich Hausarbeiten schreiben muss oder für Prüfungen lernen muss, ob ich dann hier auch zu Gast sein kann. Dann haben die gesagt, das ist natürlich kein Problem. Und das hat mir sehr gut getan, so einfach diesen Wechsel zu haben, die Struktur zu haben und auch die Gemeinschaft zu haben, die sich dann auch nach meinem Fortschreiten bei den Hausarbeiten erkundigte oder sich schon mal einen Prüfungsvortrag anhörte. Und so ist dann im Laufe der Zeit entstanden, dass ich die Frage nach der eigenen Berufung, nach dem, was will ich eigentlich in meinem Leben machen, immer mehr in diesen Prüfungsstoff reinmischte. Und dann hat eine Schwester, die ist inzwischen schon verstorben, mal irgendwann gesagt, wann trittst du eigentlich hier ein? Und die Frage hat mich dann erstmal ein bisschen umgehauen, weil ich das eigentlich gar nicht so gedacht hatte am Anfang. Denn das ist ja mehr als einfach nur eine Sympathie für eine Gemeinschaft, sondern das ist ja letztlich Berufung, kommt ja von innen. Dass wir das Gefühl haben, Gott hat uns an diesen Ort gerufen, er hat einen Plan mit uns, wie wir unser Leben sinnvoll auch für andere zur Verfügung stellen können. Und dann hat mich diese Frage dann doch sehr ins Nachdenken gebracht. Und ich habe dann gemerkt, ja, also irgendwie könnte das mal zumindest zum Ausprobieren dein Weg sein. Und dann habe ich nach dem Studium, nach dem ersten Staatsexamen, bin ich dann eingetreten. Und ich wusste ja vorher, man hat eine ganz lange Zeit, bevor man sich dauerhaft an den Orden bindet, bevor man wirklich die ewigen Gelübde ablegt. Und dann habe ich das ausprobiert und ich habe es bislang keine Minute bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Vielleicht kann man erstmal sagen, Glück heißt, ich bin glücklich, wenn ich zufrieden bin mit dem, was gerade meinen Alltag ausmacht. Ich bin glücklich, wenn es den Menschen gut geht, die mir am Herzen liegen. Aber das sind halt auch Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann das Glück nicht machen oder ich kann es nicht kaufen, ich kann es nicht erzwingen. Sondern vielleicht muss ich nach dem Glück suchen und finde es möglicherweise nicht da, wo ich suche, sondern es begegnet mir da, wo ich nicht suche. Wenn man einfach die Augen offen hält und guckt, wenn man durch den Alltag geht, dann erlebt man so viele kleine Momente des Glücks, die sich ja dann summieren und dass man dann sagen kann, ich bin gerade so, wie ich hier bin, wunschlos glücklich. Meine Eltern waren natürlich am Anfang nicht ganz so begeistert. Ich habe keine Geschwister,
Und deswegen ist das Thema Enkelkinder natürlich an der Stelle nicht vorhanden. Das ist denen, glaube ich, sehr schwer gefallen. Und bei den Freunden war das so, manche sind tatsächlich mit so einem Kloster-Klischeebild rumgelaufen, à la Sister Act oder Geschichte einer Nonne. Dieses Thema Freiheit, du gibst da deine ganze Freiheit auf, du kannst nicht mehr selbst über dich bestimmen. Das war die eine Seite, aber die andere Seite war auch, ich könnte mir nichts anderes für dich vorstellen. Das ist dein Weg, wenn er dich glücklich macht, dann geh ihn. Und die haben dann auch meine ganzen feste Einkleidungen, die zeitliche Profess, die ewige Profess mitgefeiert und haben auch dann gemerkt, dass das ein Weg ist, der letztlich mich erfüllt. Auch meine Eltern haben inzwischen auch ihren Frieden gefunden. Ich sehe die regelmäßig, die wohnen nicht weit von mir entfernt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber die haben jetzt auch gemerkt, dass das Kloster mich jetzt hier nicht gekapert hat oder dass der Kontakt irgendwie abbricht. Und auch gemerkt, dass, ja, dass es letztlich der Weg ist, der mein Weg einfach ist. Und ich sage halt immer so, Eltern müssen den Kindern Wurzeln geben, aber auch Flügel. Und irgendwo ist dann halt der Moment gekommen, wo die Flügel dann ausgebreitet werden, wo die Eltern dann vielleicht ja, mit Lebensentscheidungen ihrer Kinder leben müssen. Wer weiß, wie mein Lebensweg gelaufen wäre, wenn ich mich jetzt bei meinem Auslandssemester in Spanien da in einen Herrn verguckt hätte und dann in Spanien geblieben wäre. Dann würden die mich sicherlich seltener sehen, als sie es jetzt tun. Natürlich gibt es wahrscheinlich bei jeder Lebensentscheidung, die man trifft, immer mal Zeiten, wo man sich fragt, na, hätte ich besser einen anderen Weg gewählt. Das ist jetzt nicht nur beim Klosterleben so, das kann in der Familie oder auch in der Berufsentscheidung passieren. Hatte ich auch. Wenn es mal irgendwie Zeiten gab, wo gerade emotional viel los war oder wo von außen viele Dinge passiert sind, dass man dann gedacht hat, wäre ich jetzt gerne eigentlich woanders. Aber letztlich wäre das auch eine Flucht gewesen. Und ich habe ja mich entschieden, den Rest meines Lebens hier zu sein. Und das ist für mich auch eine gewisse, hat was mit Treue und Loyalität zu tun. Wenn ich jetzt, ich kann natürlich sagen, ich trete jetzt einfach aus, aber dann würde ich ja auch meine Mitschwestern im Stich lassen. Oder ich müsste ja auch erstmal wieder einen Anschluss irgendwo finden. Die würden mich jetzt nicht auf die Straße setzen, sondern es gibt dann irgendwie Überbrückungshilfen, dass die, wenn jetzt jemand geht, dass der einen Anschluss findet irgendwo. Aber das wäre für mich auch ein Punkt, wo ich denke, nee, du hast ein Versprechen gegeben und du willst dieses auch treu leben. Man sagt ja bei der Hochzeit auch in guten wie in schlechten Tagen zu dem stehen, was man einmal gesagt hat. Und das bedeutet dann letztlich auch, wenn sich Schwierigkeiten in den Weg stellen, dass ich mich diesen Schwierigkeiten aussetze und versuche, mit den anderen Schwestern gemeinsam, mit Freunden, mit Familie, irgendwie einen Weg zu finden, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Und daran wächst und reift man ja letztlich auch. Gut, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie mein Leben in 20 Jahren aussieht. Bis dahin wird sich so viel im Kloster, in der Schule, in der Gesellschaft, in der Kirche verändert haben. Das kann ich von meinem jetzigen Standpunkt noch gar nicht sehen. Aber eigentlich meine Überzeugung ist, ich habe diesen Weg gewählt und den möchte ich auch gehen.